Kollege, heute fahren Sie den EC 104 von Wien-Meidling bis Bernhardsthal. Dort werden Sie von einem tschechischen Kollegen abgelöst, der den Zug dann weiter nach Prag fährt. Abfahrt ist um 9.02 Uhr. Sie haben genug Zeit zum Aufrüsten der Lok. Im Bahnhofsbereich von Tösing werden die Gleise erneuert. Deshalb bitte Vorsicht im Arbeitsbereich. Maximal 40 km/h. Gute Fahrt. Und damit begrüße ich euch in einem neuen Video von mir, in dem ich euch eines meiner Szenarien vorstellen möchte. Heute fahren wir eine besondere Lok. Ich blende das jetzt noch nicht aus. Wir drehen uns einmal da herum und werfen einmal einen Blick auf die CD380. Eine tschechische Lok. So, jetzt machen wir das Fenster zu. So schaut es aus. Und die Wagen ebenfalls in den Farben der Ceske Drahi, glaube ich, heißt es, ne? Oder so. Ja. Gut, gehen wir rein in den Führerstand und rüsten das gute Ding einmal auf und danach gibt es ein paar Worte noch zu dem ganzen Szenario und zu dem Fahrzeug und zur Strecke und so weiter. Als erstes Batterie einschalten mit dem Schlüssel hier. Dann aktivieren wir den Führerstand. Hier sehen wir, wie die Systeme hochfahren. Die Lok kommt von Skoda, die 109e ist das. Und als nächstes schalten wir uns das Licht auf die Stufe 4. Das sind diese drei Frontscheinwerfer und lösen die Haltebremse. So, weiter geht's. Wir drehen uns wieder um, setzen uns hin. Und jetzt wird es ein bisschen laut, weil wir müssen das Stromsystem umstellen auf Österreich. Und das hat das so an sich, dass das System dann einen PZB-Testdurchlauf macht. Achtung! Auf Radusto. So, wenn dann dieses Leuchtfeuer hier aufhört, können wir mit der Freitaste das Ganze erledigen. Dann suchen wir uns den geeigneten Stromabnehmer aus. Das müssen wir auch manuell einstellen, weil sonst geht der 1er hoch. Wir betätigen da OVL.p, gehen auf Brutzdi. Und hier haben wir Automatik eingestellt und schalten den auf Stromabnehmer 2. Dann gehen wir wieder raus aus dem Menü und das wären einmal die Einstellungen gewesen. So, jetzt können wir den Stromabnehmer heben und wir sehen, er liegt an und unsere 15.000 Volt Oberleitungsspannung sind auch schon da, also Hauptschalter ein. Dann fahrt wenn der gleich nach vorne, das piept wieder ein bisschen. So, die Zugsammelschiene und dann die PZB auf Stufe 1. So, die haben wir jetzt einmal eingeschalten. Zur PZB gibt es da noch einiges zu sagen. Wir können sie mit der Y- und der C-Taste wie gehabt erhöhen und verringern, können aber auch diese Tasten hier zur Hilfe nehmen. Da schalten wir uns einmal die Instrumentenbeleuchtung ein. Das ist hier. Da haben wir dann Innenbeleuchtung leicht und Innenbeleuchtung stark. Instrumentenbeleuchtung reicht und ihr habt dann die Stufen der AFB, Entschuldigung. Hier könnt ihr 160, 120, 70 und wir bleiben mal auf 40. Lassen die Fahrgäste jetzt zusteigen und irgendwo so wie, na, LZBB eingeschalten. Das Licht sollte man noch einschalten. So. Da haben wir dann die Scheibenwischer. Das ist eine Leseleuchte. Diese Leseleuchte hier, die werden wir uns auch einschalten, wenn wir dann in den Tunnel fahren und
fahren und das Licht dann, das schwache Licht reicht uns eigentlich, und die Bremse lösen. Der Zug ist trotzdem eingebremst mit, ja, 4 Bar sehe ich da, ja, wenn ich richtig sehe. Ja, die Lok ist Freeware, das heißt, sie ist, ihr könnt sie gratis downloaden, gibt es in 2 verschiedenen Versionen. Diese Farbgebung, die wir eben hier sehen, und dann gibt es das Ganze noch mit einer Werbung für den Skoda Karoq, also für das Auto. Die Wagen sind ebenfalls Freeware. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, kann man die auf derselben Seite downloaden wie die Lok. Ja, ansonsten, ich gehe da jetzt einmal auf 0 und ich kann euch dann präsentieren, wie wir die Lok rein nur mit Tasten fahren können oder auch mit dem Fahr- und Bremshebel. Die SIFA kann man nicht ausschalten bei dieser Lok, was mich vielleicht vom Sprechen jetzt ein bisschen ablenkt, weil ich kann mich da nicht so konzentrieren. An und für sich müssten wir jetzt alles eingestellt haben. Szenario spielt auf der Nordbahn, also Nordbahn Phase 1 und Nordbahn Phase 2 benötigt ihr da dazu. So, in Kürze geht es dann los. Wir können noch einmal rausschauen und die Lok etwas mehr zu Gemüte führen. Ihr seht, perfekte Arbeit. Also die Federn hier und das alles ist wirklich schön gemacht. Auch wenn man hier ranscrollt. Ja, sie ist echt schön. Auch diese Auftritte, die Puffer vorne, das Ölige und das, was halt schon ein bisschen abgenutzt ist, hat einige Features noch zu bieten, die ich euch dann auf der Fahrt gerne näher bringen werde. Jetzt schauen wir mal, dass wir den Bahnhof Meidling verlassen in Richtung Wien Hauptbahnhof. Ja, zum Zug selbst. Den Zug gibt es wirklich. Allerdings glaube ich nicht in dieser Konstellation mit dieser Lok, beziehungsweise fährt der durch, der fährt von Meidling durch. Gleis 4, Eurocity 104 nach Prag fährt ab. Bitte Vorsicht, die Türen schließen selbsttätig. So, den Hebel ganz nach vorne. Und dann probieren wir mal auf 10. Dann mal auf 20. Wir warten, bis sich die Bremsen lösen und jetzt geht's los. Sie beschleunigt nämlich sehr schnell. Und kommt dann oft ins Rädergleiten. So, wo bin ich vorhin stehen geblieben? Ja, und der fährt durch bis... Ja, ich komme einfach nicht zum Reden. Ja, und der fährt dann bis Bernhardsthal durch und das wollte ich nicht, dass wir da so durchheizen durch die Strecke, und habe daher den Fahrplan etwas adaptiert und habe in den größeren Städten und in den größeren Halten in Wien einige, also Stationen, Halte eingebaut, sagen wir so. Ne? Ja, gut. Der restaktive Motor hat sich erledigt, wir gehen auf 70. Könnte man aber
auf 80 auch gehen, das kann man mit der. Jetzt schleudert er, ihr seht es da, den roten Balken. So, auf 80. Und mit dieser Lok dürfte es, soweit ich es gelesen habe, erlaubt sein, mit den AFB-Tasten, also mit der AFB zu bremsen. Beziehungsweise sogar zum Stillstand zu kommen. Die Zugsammelschiene habe ich eh nicht vergessen. Ah, okay. Leider ist das hier nicht angekündigt. So, ihr seht, wir haben nur mit der Tastatur den Zug zum Stillstand gebracht. Also das funktioniert hervorragend, die Bremsen sind auf etwas unter 2 bar. Wir können natürlich auch mit dieser ganzen Geschichte anfahren. So, es geht in Kürze weiter, dann möchte ich euch noch ein paar Features von der Lok zeigen. Ich glaube, in Wien Nord haben wir dann, oder am Praterstern haben wir dann bisschen Zeit dazu. Ja, sie verbauen wir nochmal. Gleis 2, Eurocity 104 nach Prag fährt ab. Bitte Vorsicht, die Türen schließen automatisch. Ihr seht, ich habe den Hebel nach vorne gekippt und sie sollte normal anfahren. Also auf 20 km/h, dann mal weiter beschleunigen. Ich glaube, wir dürfen dann 50 fahren. Noch 70, dann 60, kurz 50 und dann 40. Also ich muss sagen, für ein Freeware-Modell ist es grandios, was die Lok hier alles kann.
Ich habe schon zahlreiche Lokomotiven um 30 Euro gekauft und die konnten bei weitem nicht so viel wie diese Skoda hier. Da Ihnen entgegen, der Cat, der von Wien Mitte, Wien Landstraße auch direkt zum Flughafen Wien fährt. So, jetzt wieder unter 50. Ihr könnt natürlich auch gerne mit dem Hebel fahren, ja, das ist halt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich auch daran. Ich tue mir jetzt leichter mit dem Reden und so mit der Tastatur. Ja, fahre auch die Tastatur mit dem Hebel, das können wir dann nachher machen. Vielleicht wenn wir Wien Nord wegfahren, dann können wir das Ganze mit dem Hebel einmal machen. Dort dann die End- und Anfangsstelle vom City Airport dahin, also vom Gate, in den Gate-Farben natürlich gehalten. Auch an der Wand haben wir die Gate-Logos. So, jetzt geht es mit 50 über den Donaukanal. Nicht auf 60 beschleunigen, weil der Bahnhof schon sehr nahe ist. Jetzt werden wir auch mit dem Hebel bremsen und natürlich auch anhalten. Das klappt auch ganz gut. Ja, zur Lok selbst. Was gibt es da noch? Die Türen kann man aufmachen. Beide natürlich. Dann, wenn die Sonne reinsticht, die Rouleau, die kann man hier nicht anfassen, aber mit diesen Pfeillasten kann man sie heben und senken. Also ist schon irgendwie toll gemacht. Dann haben wir noch einen Zuglängenmesser, den zeige ich euch dann während der Fahrt.
Ja, ansonsten, wie gesagt, allein das Erscheinungsbild dieser Leuchttasten, also das ist grandios. Na, ein schönes Ding, und ich wollte auch noch sagen, es gibt in Deutschland, die gibt es wirklich, ein Repaint, eine DB 109, glaube ich, ist das, oder die Seriennummer, weiß ich jetzt nicht, gibt es gratis auch zum Downloaden, ein deutsches Repaint in der deutschen Version von dieser Lok. Die existiert auch in echt. Ja. Und dann habe ich mich noch ein bisschen schlau gemacht. Diese Lok fährt sehr wohl oder ist zumindest schon in Österreich gefahren. Wie es jetzt aktuell ist, ob sie derzeit vor Zügen in Österreich anzutreffen ist, weiß ich jetzt eigentlich nicht. So, wir können jetzt einmal auf 80 gehen. EuroCity 104 nach Prag fährt ab. Bitte Vorsicht, die Türen schließen automatisch. Die Bremse löst sich bis 1,9 bar und jetzt ganz, und jetzt können wir dann langsam, leider Gottes, springt der Hebel immer zurück, denn wenn man ihn ganz nach vorne drückt, beschleunigt er wirklich sehr schnell. Also man sieht, er ist da oben an der Leistungsgrenze ein Stück weiter nach vor, wie der jetzt wieder Räderschleudern verursachen. Was jetzt der Fall ist. Es gibt laut Handbuch mehrere Möglichkeiten, die Lok zu bedienen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt genau richtig mache. Ich habe da noch sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen in EuroCity 1. Leider können wir aus technischen Gründen kein Einspeisung mitführen. Unser nächster Halt ist dann in Florenz auf dem Weg für Zeit. Ich habe da noch diese Schalter, da könnte ich die AFB jeweils um 5 km/h verringern oder aufschalten. Und hier gibt es dann noch verschiedene Programme. Wie die funktionieren, habe ich noch wirklich nicht behirnt. Das steht zwar in der Beschreibung, aber ja, ich habe es zweimal durchgelesen, wurde da auch nicht schlauer, konnte nicht viel anfangen. Vielleicht einmal das Ganze in Ruhe durchlesen, wirklich die Möglichkeiten dieser Lok auszuschöpfen. Falls ihr die Lok besser kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar unter diesem Video hinterlässt. Da wäre es dann super. So, rechts haben wir die Trasse von der U6, von der U-Bahnlinie 6. Und jetzt überqueren wir die Donau. Da vorne haben wir eine Ankündigung einer Geschwindigkeitsbeschränkung, geht es noch nicht, dann weiter vorne auf 60. Können wir mal auf 70 runtergehen. Dann noch, glaube ich, ein Prüfabschnitt auch. Ich glaube, da könnte ein Prüfmagnet sein. Ich hatte da schon einmal einen Zwangsbremsen, also das gebrannte Kind scheut das Feuer sozusagen. Hier, glaube ich, müssen wir bestätigen. Nächster Halt, Exit Stop, B. Floridsdorf, S-Bahn U6. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left in driving direction.
Ja, ihr seht auch vom Sound her, also dieses Rumpeln über die Gleiskreuzungen und Weichen ist, finde ich, total gut gemacht. Vorne bis zum Übergang da, der übrigens nur für Personal ist. Fahrgäste müssen die Lüfte benutzen. Ja, auch der Bremssound gefällt mir gut. Ist wirklich eine super Lokomotive und wie gesagt, Freeway ist natürlich der absolute Hammer. So, ich werde dann mit der AFB runtergehen auf 40, weil wir haben da dieses Wechselblinken, den restriktiven Modus. Und befinden uns jetzt im 21. Bezirk. Das ist ein Verkehrsknotenpunkt, wie gesagt, U-Bahn, Straßenbahnen, Autobuslinien und natürlich auch Regional- und Fernzüge. So, mit 9.21 Uhr geht's los, geht's weiter. Gleis 4, Eurocity 104 nach Prag fährt ab. Bitte Vorsicht, die Türen schließen selbsttätig. Wir befreien uns nicht aus dem restriktiven Modus, weil das in Österreich verboten ist, soweit ich gehört habe, sondern wir fahren den durch. Das Einzige, was mir vielleicht weniger gefällt, die SIFA, wenn die aufleuchtet, das ist dasselbe Blau wie bei den Armaturen hier vorne. Also hier ist die SIFA-Lampe, ich weiß nicht, ob ihr sie vorher gesehen habt. Das wäre natürlich ideal, wenn die gelb leuchten würde oder in einer Farbe, die absticht, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Oder? Die Maschine ist top, die ist echt top. So, wir können auf 60. Jetzt eigentlich die 5-6 Mal, dass ich es jetzt gefahren bin, nicht so der Fall. So, 100. Ja, jetzt lassen wir es ein bisschen murren. Das war ein Nostalgiezug, der uns da entgegenkam. Vorne haben wir eine schöne Zugkreuzung mit einem Kesselwagenzug. Ja, das Horn funktioniert auch.
Den Zuglängenmesser darf ich nicht vergessen, euch zu zeigen. Der ist auch ganz interessant. Gibt allerdings keinen Warnton, sondern nur ein Zählwerk der Meter. Können wir uns jetzt bei dem Signal anschauen. Also mit der Zugspitze werde ich die Enter-Taste betätigen. So, und jetzt läuft das ab. Ihr seht es im vorderen Display unter der Zugkraftanzeige und somit sind wir mit unserem letzten Wagen bei dem Signal vorbei. Ist natürlich sehr nützlich, wenn man eine Weichenstraße verlässt. So, wir können auf 120 rauf. Beziehungsweise beim Ende einer Langsamfahrstelle. Unser nächster Halt wäre dann in Gensandorf. Ja, wie gesagt, die Strecke ist die Nordbahn von Railways Austria. Und zur Strecke noch eine Besonderheit. Die wird es in ein, zwei Jahren nicht mehr so gehen, wie ihr sie hier seht. Sondern es wird dann keine Bahnübergänge mehr geben. Längere Bahnsteige wird es geben, weil die Strecke auf eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausgebaut wird. Und dadurch müssen alle Bahnübergänge, hat auch mein tschechischer Kollege, Servus, alle Bahnübergänge werden durch Unterführungen oder Brücken ersetzt. Und dort, wo wir jetzt hinkommen, in Deutschwagram, den Übergang gibt es jetzt schon nicht mehr. Der ist schon weg. Wir haben jetzt Mitte März und Ende April soll diese Unterführung eröffnet werden. Eine Fußgängerbrücke wird noch gebaut und hier zwischen Susenbrunn und Deutschwagram soll auch noch eine Brücke entstehen. So, da haben wir eine Schutzstrecke, Leistung aus, Hauptschalter aus. Hauptschalter wieder ein und nicht vergessen, hier wieder einzuschalten, die Zugsammelschiene. Und da können wir wieder rauf. Ihr seht, wie die Lok kraftvoll beschleunigt. Ja, wie gesagt, diese Übergänge sind alle dann bald weg. Ich vermute halt, dass da diese Brücke entsteht. Wird aber dann eher für landwirtschaftliche Fahrzeuge genutzt. Der Übergang, der jetzt kommt, wie gesagt, den gibt es nicht mehr. Der ist schon. Die Straße ist momentan gesperrt. Und Ende April fahren dann die Autos unten durch. So, muss ich nur schnell bei Alexa sagen, dass sie das Licht wieder auftritt. Das schaltet sich um kurz nach Mitternacht automatisch aus. Wo eben noch dieses Auto drüber gehuscht ist, das ist schon Geschichte.
Ich habe das in mehreren Videos schon erwähnt, aber wie gesagt, bitte verzeiht mir, wenn ich mich da wiederhole. Aber es kann ja sein, dass einer oder der andere die vorhergehenden Videos nicht gesehen hat. Das ist übrigens die Bodenfließerbrücke, die wird etwas angehoben und verbreitert. Da passt irgendwas mit dem Abstand der Pfeiler zum Kreis nicht, was ich so mitbekommen habe. Also, dann haben wir die nächste Haltestelle, also bis Straßhof. Straßhof Silberwald kann ich euch sagen, was passieren wird in etwa. Den Rest weiß ich auch noch nicht. Ich stehe aber mit den ÖBB in Verbindung, also auf Anfrage könnte ich das jederzeit evaluieren, was da genau kommen wird. Station Helmerhof, da werden die Bahnsteige verlängert. Die Station war oder ist noch gesperrt. Und ich habe jetzt ins österreichische Forum reingeschrieben, ob sich eventuell irgendein Streckenbauer findet, natürlich mit dem Einverständnis von Railways Austria, der die Strecke quasi klont und eine neue Version macht. Aber so, dass man die jetzige Version auch noch fahren kann. Es würde bestimmt Spaß machen, da mit 160 mal durchzubrettern. Nicht einmal, natürlich mehrmals. Es werden ja weiterhin Regionalzüge auf dieser Strecke verkehren. Es wird ja nicht nur Schnellverkehr sein. Ja, und es hat sich da wieder gefunden. Ich schaue, dass ich bis Ende April die Unterlagen bekomme. Schauen wir, ob der das Kollege das machen kann. Ich habe vom Streckenbau null Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich traue mir das auch nicht zu. Wo ist meiner Meinung nach, also die Meinung eines Ahnungslosen, da nur um ein paar Brücken bzw. Unterführungen geht und ein paar Bahnübergänge wegzunehmen. Und natürlich auch Bahnsteige zu verlängern. So, Straßhof, an der Nordbahn, keine Fahrt durch Straßhof, ohne das Eisenbahnmuseum Reizhaus zu erwähnen, Top-Museum mit richtigen Dampflokomotiven, mit fahrenden Dampflokomotiven, Führerstandsmitfahrten, Modelleisenbahnen, Gartenbahn zum Mitfahren, H0-Modellbahnanlage, Endspur-Modellbahnanlage, NGB-Anlage, Modell-Lastautos auf einem eigenen Terrain. Und sich da mal reinzuschauen. Eisenbahnmuseum Heizhaus Straßhof heißt das Ganze, in Google wegzufinden. Dr. Google weiß ja alles. So, da haben wir die Einfahrt rechts ins Heizhaus, ich habe da bald die Wagen hingestellt, damit das Ganze danach so ausschaut. So, am Schlüssel jetzt die Station Silberwald, da kommt auch eine Unterführung. Die ist auch bereits geplant, einige Vorarbeiten haben schon begonnen. Also ihr seht, es tut sich was.
So, jetzt kommen wir schon in die Bezirkshauptstadt nach Gensandorf. Wird ja die Qual der Wahl, wie man da bei ihm sind, mit dem Hebel oder mit der Tastatur. Sollten wir uns dann bald überlegen. Theoretisch könnten wir ja da mit der Minustaste auch ein bisschen runterbremsen. Oder wie gesagt mit der Taste C wie Cäsar. Ich möchte sowieso mit der AFB dann ein bisschen runtergehen, damit die Lok nicht wieder so stark schleudert beim Anfahren. Vergehen 30 Sekunden. Ja, ich finde es ist. Lass dich schon gut bremsen mit der Tastatur. Wenn man etwas zu schnell bremst, kann man ja den Zug weiterrollen lassen. Jetzt dann auf Null. Und ihr seht, Punktlage. So, Rollo habe ich euch gezeigt, den Zuglängemesser habe ich euch gezeigt. Wir können wieder einen Blick nach draußen werfen. Ja, anfangs hat es mir nicht so gefallen. Ich habe mir gedacht, ja, es ist irgendwie so fahren und bremsen und das ist alles, was die kann. Aber sieh da, ich wurde eines besser gelehrt. Ja, hier sieht man sehr schön die Ausführungen. Also, der Kollege macht einen Lärm mit den leeren Schotterwagen und halt daneben stehen die Fohlen. Das sind die leeren, wahrscheinlich für die Baustelle. Gleis 2, Eurocity 104 nach Prag fährt ab. Bitte Vorsicht, die Türen schließen automatisch. Es ist immer so ein bisschen eine Gefühlssache. Weil der Hebel, wenn ich ihn weiter drücke, wird er dann, wenn ich ihn länger drücke, geht er komplett drauf. Also, Y-Taste 120 Grad. Ja. Nervt. Wenn ich so ein Szenario fahre, dann macht es mir nichts intensiver, aber jetzt beim Erklären ist es so ein bisschen.
die Ansage ist ein bisschen leise, die könnte ich dann noch lauter machen, das wäre kein Problem. Ansonsten, bis jetzt haut alles mal hin. Schauen wir mal, ob das Video dann auch so passt, wie ich mir das vorstelle. Stückerl gehen wir dann 140 fahren. Durch aneinander mal.
40,5, 140 hoch. Ich glaube, da gibt es gar keine Tafel. Ich kann mich nur auf sie hart verlassen. Und das können wir dann, diese Computertastatur vor uns machen. Also den Zuglängenmesser aktivieren. Ah, gibt es doch eine Tafel. Alles klar. So, wenn das abgelaufen ist, können wir dann auf 140. Fast 170 Kilonewton beim Beschleunigen ist schon ein Hammer. 20 Stundenkilometer, ne? Das ist ja, heavy. Aber ich denke, es muss irgendeine Art gehen, um die Lok etwas schonender zu bedienen. Wie gesagt, wenn ihr da mehr wisst, bitte in die Kommentare schreiben. Ich wäre euch dafür sehr dankbar. Wie das schön dahin flitzt, sehen wir mal von der Außenansicht. Ja, leider keine Seitenkamera. Okay. Jetzt haben wir eine da. Also, mächtig das Ding. Türengrund. Ja, jede Menge Verkehr hier auf dieser Strecke. Ich habe da 20 KI-Züge eingebaut, also es tut sich einiges. Die Geistbaustelle dürfen wir nicht vergessen.
schon erwähnt, wenn man bedenkt, dass die ganzen Schrankenanlagen hier abreißen müssen. Also das ist immens Aufwand. So, ich werde jetzt die Geschwindigkeit verringern, eben wegen dieser Gleisbaustelle. Ihr seht dieses Ruckeln links und rechts, so da haben wir schon die Ankündigung. Angeblich erhielt die Lok in einem Land deswegen keine Lizenz. Aber das, ich meine, ich habe das irgendwo gelesen. Das ist jetzt natürlich ideal, weil wir kommen sofort auf unsere Zielgeschwindigkeit. So, bei unserer Anfangstafel haben wir unsere 40 erreicht. Ursprünglich wollte ich darüber ausweichen, hat mich der Simulator nicht lassen. Er hat dann komplett gesponnen, hat mir dann jeden Zug als Kollisionszug angezeigt. Das war natürlich nicht so optimal. Jetzt musste ich wieder zurück auf das Hauptgleis wechseln und habe halt die Baustelle daneben eingerichtet, was vielleicht von der Optik her eh besser passt mit diesen alten Schienen und hier den neuen. So, ich hoffe jetzt, dass man die Siefer gar nicht erwischt, wenn ich hier, ich drücke zwar in Abständen dann die Siefer-Taste, aber ihr seht, hier wird fleißig gewerkt. Ja, das ging gut, also ihr könnt mit der Taste könnt ihr euch von außen auch, ihr dürft halt nicht vergessen zu drücken. Es kann auch sein, dass die komplett abschaltet nach von außen. So, wenn wir dann diese Weichenstraße verlassen haben, können wir wieder beschleunigen. Da hilft uns wieder der Zuglängenmesser. Ja, schade eigentlich, dass wir nicht auf das andere Gleis kommen. Das wäre vielleicht ein bisschen interessanter gewesen. So, da vorne haben wir dann unsere E-Tafel. Ihr seht es schon. Und Zuglängenmesser einschalten. Und dann können wir, wenn wir mal auf 60 dann gehen. Ups, das war ein bisschen. Naja, wenig gut. Oh ja, doch. Er springt auf 60 drauf. Thank you.
Auf jeden Fall wird es sicher einige Szenarien mit dieser Lok noch geben. Das Szenario heißt in die Goldene Stadt, das wir jetzt fahren. Das könnt ihr euch im Redwerks Austria Forum gratis natürlich downloaden. Eine ausführliche Beschreibung, also eine Riten ist dabei. Ihr könnt es gerne nachfahren. Und wie gesagt, Redwerks Austria Forum im Downloadbereich zum Runterladen da. Goldene Stadt deswegen, weil Prag auch als Goldene Stadt bezeichnet wird, ist ja allseits bekannt. Wir fahren zwar nicht direkt in die Goldene Stadt, aber in Richtung dieser zumindest. Ja, ich überlege jetzt noch, ob ich euch was Wichtiges vergessen habe zu sagen. In der Readme steht natürlich dann auch alle Fahrzeuge, die ihr braucht, um dieses Szenario fahren zu können. Also ist da alles schön mit Links aufgelistet. Es ist immer so der Spagat zwischen, dass es wer nicht runterlädt, weil er eben viele Fahrzeuge da irgendwie kaufen oder runterladen muss oder eben, dass es dann Fahrt wird, wenn immer dieselben Fahrzeuge auftauchen. Der ist natürlich sehr groß. Versuche ein bisschen Abwechslung reinzubringen und natürlich auch, dass man nicht so viele Sachen für das Szenario braucht. Das ist immer wieder ein Zwischending, da muss man einen goldenen Mittelweg finden. So, jetzt haben wir noch Ravensburg und dann werden wir schon in Bernhardsthal abgelöst. Das Szenario dauert in etwa nur 70 Minuten, würde ich sagen. Mit dem Aufrüsten und dem Ganzen, also um 8.25 Uhr beginnt es. Und wir werden kurz nach 10 Uhr werden wir Bernhardsthal erreichen. Also ich habe jetzt nachgeschaut, die Lokomotive wurde am Praterstern schon gesichtet. Und auch auf einer Südbahnstrecke, so viel ich mich erinnern kann, was ich da nachgelesen habe. Vielleicht kann ich da einmal was machen. Ich glaube, Richtung Graz war es da unterwegs und so. Auch in Deutschland mehrere Male. Auch die deutsche Version der Lokomotive wäre auch sehr interessant. Ja, schauen wir mal, was es bringt mit den Szenarien mit dieser Lokomotive. Ich möchte natürlich da auch ein bisschen Abwechslung bieten, also nicht immer dasselbe. Fahren ja die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Aber ich finde das halt toll, dass man den Usern so eine wirklich schöne, tolle Lokomotive gratis anbietet. Also gratis und nicht umsonst. Und wie gesagt, die Wagen dazu gibt es auch zum Download, auch natürlich kostenlos, finde ich top, wirklich. So, das war jetzt Ravensburg und wir nähern uns schon dem Bernhardsthal.
bin ehrlich gesagt froh, dass das Szenario nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich hatte da einige Pannen auch. Und zwar hat er mir ab Gänserndorf nichts mehr angesagt. In Gänserndorf bekam ich keine Freigabe, beziehungsweise dieser Türbalken war dann weg und anstatt dieses Symbols für Fahrgastwechsel erschien eine Hand. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich einen Marker gesetzt habe. Und zwar unter dieser Brücke, da wo wir durchfahren, damit ich das mit dem Güterzug oben abgleichen kann. Und habe dann die Ansage hinter dem Marker verschoben, also vom Zeitablauf her, und dann hat es wieder funktioniert. Ich habe dort so herumgedüftelt und ziemlich viel probiert und gesagt, so, jetzt konzentrieren wir uns auf Stehenbleiben. Das ist nämlich ein bisschen gefährlich. Da habt ihr das Gegenstück. Nehmen wir ja. Nach der Haltestelle ein anzeigendes Signal haben und ich im letzten Moment da wirklich nicht drüber rutschen will und das Szenario vorzeitig beenden will. So, Zwangsbremsung haben wir auch keine eingefangen, welche Freude. Ja, Resümee. Tolle Lok, tolle Wagen. War eine schöne Fahrt. Allerdings wieder mal ein bisschen flotter dahin, das nächste Mal vielleicht etwas gemütlicher wieder. Der Kollege braucht so nicht auf die Uhr schauen. Wir sind ja schon da, um 10.03 Uhr. So. Ja, die Tür schnappt dann wieder so halbwegs zu. Aber da sind wir. Ein letzter Blick noch auf unser Schmuckstück. Auch die Alexa spricht jetzt mit. Gehört Schmuckstück und alles top erledigt. Nun ist mal eine Kaffeepause angesagt. Ja, ich wünsche euch damit einen schönen Tag noch, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wieder in 2 Wochen. Das nächste Szenario ist im Geiste schon in Planung. Und bis dahin alles Gute, euer Robert. Liebe Grüße aus Wien.